Wir werden wahrscheinlich ein paar Nachzüge haben, vielleicht. Ich hatte mich ja schon vorgestellt, ich bin Mike, ich arbeite bei The App Guys. Den Raum habe ich mir also nicht zufällig ausgesucht. Mein Vortrag würde über iOS-Design, ich habe es mal iOS-Design 101 genannt, weil ich möchte echt über so Basics sprechen. Das heißt, wenn wir Designer sind, die sich ihr täglich Brot mit App-Design verdienen, wird das wahrscheinlich ein bisschen trocken und langweilig. Aber für Webdesigner wird es vielleicht umso interessanter, die einfach mal gucken wollen, was man denn, oder wie man denn an ein Webdesign rangeht. Erstmal ein kurzer Überblick, worüber reden wir eigentlich? Also wie gerade schon gesagt, Webdesign versus Mobile Design sind einfach zwei verschiedene Welten. Im Webdesign, wie wir es kennen, wie wir einen Computer bedienen, wir bedienen diesen Computer mit einer Tastatur und einer Maus. Und das ist auch unsere, quasi unsere Interaktion mit diesem Device. Im Mobile-Bereich ist das was anderes, weil wir halt diese eher haptische Erfahrung haben, dass wir dieses Device wirklich bedienen, weil wir es halt mit unseren Fingern tun, mit Gesten oder auch Multitouch-Gesten und auch ein Keyboard-Input haben, aber auch den bedienen wir ja auf dem Device direkt. Und wir haben auch Späße, dass wir, also wir gehen jetzt nicht hin, ich nehme meinen Laptop und ich drehe den einmal. Das können wir mit unseren mobilen Geräten auch tun und dementsprechend verändert sich ja auch unser Design oder sollte es sich nicht zu sehr verändern. Bei Mobile geht es einfach darum, man hat eine etwas persönlichere, direktere Erfahrung mit seinem Gerät und es ist aufgabenorientierter, weil wir mit den Apps, die wir designen, quasi ein Produkt haben. Wir benutzen dieses Produkt, wenn es eine tolle App ist, benutzen wir sie auch gerne täglich, wie Facebook oder Twitter. Das heißt, wir haben eine höhere Usability. Und ja, einfach dran zu denken, man designt jetzt nicht einfach eine Website oder so, sondern man designt ein Produkt, was Leute hoffentlich täglich mit drauf nutzen. Was benutzen wir, um diese Apps zu designen? Gute Nachricht ist erstmal das, was Designer halt kennen, Photoshop. Ich will das jetzt nicht eingrenzen, weil Photoshop natürlich auch in Verbindung mit Illustrator interessant ist. Aber ich sage mal, um halt wirklich die Screen Designs zu machen, muss man erst halt in Photoshop. Wie werden denn diese iOS-Apps überhaupt gemacht? Dafür gibt es von Apple ein Tool, das nennt sich Xcode, wo wir diese ganzen, ich sag mal, Assets, die wir machen, die ganzen Grafiken werden halt über diese Entwicklungsumgebung programmatisch oder auch im Interface-Bilder nicht programmatisch in die App eingebunden. Bei iOS haben wir das Glück gegenüber Android, dass wir es mit einer überschaubaren Auswahl an Devices zu tun haben und dementsprechend auch eine überschaubare Auswahl an Screengrößen haben. Also angefangen jetzt bei dem iPhone 3, weiter 4, iPhone 5 ist ein bisschen länger geworden, Breite bleibt dieselbe und wir haben iPad Mini und das normale iPad auch mit Retina-Display. Hier erstmal eine kleine Übersicht, mit welchen Spezifikationen wir es da zu tun haben. Einfach die Pixel, in denen man jetzt, wenn wir in Photoshop ein Projekt anlegen würden, würden wir gucken, dass wir genau in denselben Pixeln arbeiten. Wenn wir jetzt ein neues Photoshop-Projekt machen, zumindest jetzt nichts Neues, geben wir unsere Pixelbreite, Pixelhöhe ein, Auflösung bleibt bei 72. Und natürlich arbeiten wir in RGB. Wichtig dabei ist, und da lasse ich mich jetzt auch gerne vielleicht, wenn jemand hier ist, belehren, also es ist so ein bisschen so ein Glaubenskrieg zwischen, was mag ich, weil also ich muss ja bei Geräten, die ein Retina-Display haben,
zwei Versionen meiner Grafik anlegen, in verschiedenen Pixeldichten. Und da ist so ein bisschen die Diskussion, was ist besser, skaliere ich es runter oder hoch? Also fange ich mit der hochauflösenden Grafik für das Retina-Display an und skaliere sie dann runter, was ich mache. Oder fange ich mit der normalen Auflösung an und skaliere sie dann hoch auf Retina. Also in gewisser Weise funktioniert beides, wenn man zum Beispiel jetzt Vektorobjekte benutzt in Photoshop, also die aus Illustrator importiert sind. Da spielt das Ganze eigentlich keine Rolle, aber wenn ich jetzt mit normalen Bitmap-Grafiken arbeite, ist es natürlich interessanter, weil wenn ich irgendwie schon in der normalen Auflösung, also wenn ich dann hochskaliere und es ist verpixelt, sieht man das natürlich nachher auch zum hochauflösenden Gerät wie dem iPhone 5. Was noch interessant ist, die Größe der Bedienelemente, also Apple hat ja die sogenannten Human Interface Guidelines, da ist ganz genau festgelegt eigentlich, was ein Designer zu tun hat. Wie sehr man sich jetzt daran halten muss, ist wieder die andere Sache, weil wir wollen ja alle auch ein bisschen kreativ sein. Aber es gibt zum Beispiel für Buttons eine minimale Größe. Und die ist jetzt mal festgelegt auf 44x44 Pixel, wo gesagt wurde, okay, das entspricht ungefähr halt der Fläche meines Fingers, wenn ich auf mein Telefon tippe. Wie gesagt, man kann sich dran halten, muss aber nicht. Also ist jetzt nicht, wenn ich ein Element habe, was kleiner ist, dass es irgendwie dann im App Store rejected wird und ich darf mein App dann nicht in den Store stellen. Was man immer tun sollte, was wirklich sehr hilft, ist die Designs, die man auf seinem Rechner macht, direkt auf dem Device zu sehen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt eine schöne Software, die heißt LiveView, wo man per WLAN direkt das Bild von Photoshop gespiegelt auf seinem Device hat und wenn man anfängt, Buttons oder irgendwas anzuordnen, kann man direkt sehen auf seinem iPhone, wie groß ist das eigentlich, ist das noch groß genug, dass ich drauf tappen kann. Und es ist einfach im Kontext, also je nachdem, wie groß der Bildschirm ist, an dem man arbeitet, ist das gegenüber dem kleinen iPhone natürlich immer sehr riesig und da merkt man vielleicht, ich habe meine Grafik zu klein angelegt und kann irgendwas nicht mehr lesen. Deswegen eine Software, die ist LiveView und die kostet auch nichts und funktioniert sehr gut. Ein weiteres Tool, was ich viel benutze, was viele oft benutzen, ist von dieser Firma Tieren und Lex. Die machen ziemlich gute Photoshop-Templates für alle möglichen iOS-Elemente. Das ist jetzt mal beispielsweise hier drin. Das sieht dann so aus und also es ist nicht alles, was iOS zu bieten hat, aber also wirklich fast alle Standard-Controls, verschiedene Keyboard-Layouts, verschiedene Buttons. Ist alles da drin und das ist halt alles, was ein iOS-Template ist. Das heißt, wenn ich jetzt Xcode benutze und sage, ich möchte, ich habe eine Navigation-Bar zum Beispiel, die ja in fast jeder iPhone-App da ist, hat man hier schon mal ein gutes Grundlayout, was in der richtigen Pixelgröße ist und das ist auch alles sehr gut sortiert. Das ist alles einzeln, also es ist halt in Gruppen angelegt, aber die ganzen einzelnen Layer sind da und man kann das sehr gut so als Starthilfe nehmen, sage ich mal, und dann von da aus sein Design weiter zusammenbauen. Kannst du kurz die URL nochmal zeigen? Bitte? Kannst du kurz die URL nochmal zeigen? Ja, schlage ich vor. Danke. Gibt es auch einen Pendant für Android als Frage? Ja, also auf der Seite gibt es für Android genau dasselbe. Inzwischen haben sie jetzt angefangen, auch für iOS 7 eins hochzustellen, also was noch nicht den Umfang hat, aber es gibt es schon, die waren da relativ zügig, was ich auch gehofft hatte. Wenn ich jetzt meine Grafiken erstellt habe, ist ja so ein bisschen die Frage, mit was für einem Format haben wir es zu tun, wir benutzen PNGs. In iOS und hier ist schon das, was ich erwähnt hatte. Also man hat immer zwei Versionen. In iOS ist es so, dass in der Retina-Version, also mit der doppelten
Auflösung wird mein Add 2x drangehangen, sodass Xcode erkennt, okay, das ist die Grafik, die ich benutzen muss, wenn diese App auf einem iPhone 5 oder einem anderen BTNA-Gerät läuft. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt im Internet Photoshop Actions, also ich meine, kann man sich, sagt das irgendwas, Photoshop Actions, also so Skripte, die einem die Grafiken nachher relativ leicht direkt zusammensliced. Also wenn ich mein ganzes Design habe, so, dann muss ich halt wirklich nur diesen Button anklicken und die Action ausführen und er macht mir davon direkt eine Retina-Version und eine normale Version. Genau, dann kommen wir mal ein bisschen darauf zu sprechen, weil, also ich meine, es gibt halt iOS Default und Custom. Custom ist ja das, was viele so als graphically rich und so, also das einfach anspruchsvoller ist und sich von den anderen Apps abhebt, weil es einfach nicht mehr genauso aussieht wie jede iOS-App von Apple selber. Was man hier gut sehen kann, also das hier ist jetzt auch schon nicht mehr wirklich Default, so weil auch schon die Navigation Bar eine andere Farbe, also sie ist eingefärbt. Aber hier unten zum Beispiel diese Tab Bar, die auch völlig, also ein Standard-Control von iOS ist. Und als Beispiel hier für Custom sieht man die Funktionalität, klar, es ist auch eine Tab Bar, aber sie sieht halt komplett anders aus. Und was man halt nicht tun kann, ist, also inzwischen haben diese Tab Bars haben halt ein ich das in einem einfachsten auf. In Xcode eine Property, wo man sagen kann, Appearance, und ich kann diese Appearance halt beeinflussen, kann ein Bild dahinter legen, kann die Farbe verändern, kann die Icons verändern. Das heißt, also es gibt so einen gewissen Grad an Custom, was möglich ist, was nicht viel Aufwand ist. Sowas ist Aufwand, weil man es eigentlich from scratch neu bauen muss mit ich würde jetzt mal tippen, das sind einfach vier Buttons mit eigenen Logos. Und man muss diese Funktionalität dann natürlich auch komplett nachbauen. Das heißt, Custom immer teuer, Default eher billig, weil schnell zu entwickeln. Und ja, der Designer muss sich halt immer an gewisse Regeln halten. Also wenn jetzt irgendwie der Kunde sagt, so ich will eine Default-App, weil ich vom Design her, weil ich will jetzt nicht Unmengen an Geld ausgeben, ist für einen Designer natürlich irgendwo eine Grenze gesetzt, weil kannst du sagen, okay, ich verändere Farben und so, das ist natürlich jetzt kein Ding, aber halt wirklich kreativ werden und sagen, man stellt halt einfach mal die komplette Navigation um oder so, wäre dann nicht möglich. Deswegen, ich finde mal eine gesunde Mischung von beiden ist eigentlich so das beste Ergebnis, weil man soll ja auch die von Apple vorgegebenen Controls benutzen, weil die User kennen das so. Und wenn man jetzt total davon abweicht, hat man wahrscheinlich von der Usability her einfach eine App nachher, die ein bisschen schwerer zu bedienen ist, weil der User von seiner Gewohnheit halt weggezogen wird. Auch hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus Xcode, wie das dann aussieht, halt einfach den Default, dass wir hier die Attribute haben, die wir verändern können. Also wir könnten hier zum Beispiel die Background-Farbe und so, das sind wirklich, das muss man nicht mal programmatisch machen, das sind halt zwei Klicks und dann hat man einen Hintergrund von der Navigation Bar oder so. Das geht, ich kann mir kurz mal vielleicht unkompliziert die Frage stellen, so wie Dreamweaver für Webseiten ist Xcode eine Software von wem? Xcode von Apple. Das ist halt deren Entwicklungsumgebung, wo Apps mit programmiert werden. Wie Dreamweaver Jein, weil also es gibt halt, das Ding nennt sich Interface Builder. Das ist halt eine Funktion von Xcode. Und das nimmt einem einfach ein bisschen Arbeit ab, weil man, wie gesagt, Elemente einfach von da unten ist jetzt zum Beispiel als Element die Tab Bar, die könnte man jetzt von Drag and Drop mäßig einfach von da unten da reinziehen. Man hat eine Tabelle da drin. Was es aber nicht macht, es schreibt nicht Code für dich. Also es ist die Funktionalität davon müsstest du schon noch selber schreiben, bei der Tabelle jetzt nicht, aber
bei anderen Elementen, wenn du jetzt einen Button zum Beispiel rein importierst, dann hast du nicht direkt irgendwie den Code für den Button oder was der Button an sich tut. Man muss ihn halt nochmal komplett konfigurieren. Also es geht um hauptsächlich um Aussehen. Also um schnell mal irgendwie eine Idee, ein Design sich zusammenschieben zu können. Und natürlich kann man das dann auch weiterhin benutzen alles. Man muss sich alles dann danach nochmal programmatisch machen. Aber es ist mehr so eine Hilfestellung und es macht den Workflow einfach ein bisschen schneller. Also ich kenne auch Programmierer, die benutzen das gar nicht. Also Hardliner, die sagen, machen alles nur programmatisch. Ist halt auch irgendwo Geschmackssache. Hier mal so ein Beispiel, warum es Sinn machen kann, eine Default-App zu benutzen. Weil, also ein Default-Design, zum Beispiel hier diese HTML-Text-List benötigt einfach kein aufwendiges Design. Also es gibt der App keinen großen Mehrwert, wir haben kein interessantes Branding dahinter, wie jetzt auf der anderen Seite bei Starbucks, wo wir einfach ein Brand haben, was alle kennen und man kennt die Farben und irgendwie erwartet man auch, dass die App dementsprechend aussieht. Also wenn ich jetzt die Starbucks-App öffnen würde und würde das da bekommen, wäre es ein bisschen komisch. So, also das ist einfach vom Gefühl her so. Deswegen, man soll ja immer so ein bisschen geradlinig bleiben, aber zu App-Eigens komme ich noch. Hier sehen wir mal ein bisschen höheren Grad von Custom Design, weil hier wirklich Elemente benutzt werden, die nicht vorgesehen sind. Also solche Sachen wie hier, dass man jetzt bei Jamie Oliver Rezepte und dazugehörige Videos auswählen kann. Und die Navigation zum Beispiel hier oben ist in iOS auch so nicht vorgesehen. Ich meine, klar, hier unten haben wir auch wieder die Tabs, die wir kennen. Aber um Unterpunkte anzusteuern, haben wir da oben jetzt noch eine weitere Navigation, quasi auch eine Tabbar, die allerdings komplett custom da reingebaut wurde. Bis zu welchem Grad man das macht, muss man wirklich der App anpassen und der Funktionalität, die diese App dann letztendlich haben soll, weil es geht eigentlich darum, wenn ich sowas tue, sollte das irgendeinen Profit für die App haben. Also irgendwie sollte ein gewisser Mehrwert da sein, warum ich mir den Aufwand mache, meine ganzen Grafiken halt quasi für Custom Controls zu machen. Einfach auch ein Beispiel, warum es Sinn macht, Custom zu machen, weil das ist eigentlich so das Gegenteilige. Links nicht sonderlich attraktiv. Die Bedienung, was es eigentlich tut, wird einfach nicht klar. Also wird durch das Design nicht klar. Rechts ist schon was anderes. Wenn ich ein Mikrofon sehe, gehe ich schon mal davon aus, dass ich irgendwas aufnehmen kann. Also es erklärt sich einfach durch das Design so ein bisschen von selbst. So, ein wichtiges Thema, was jetzt auch nochmal bei einer Keynote bei der WWDC groß breit getreten wurde, sind die App-Icons. Und also ich denke auch, dass das für einen Designer, weil das ist einfach so marketingmäßig bei iOS, also wenn ich eine App in den Store stelle, das Wichtigste, weil das ist das, was der Benutzer, der potenzielle Käufer, das sieht als erstes. Er geht in den App Store und sieht quasi das. Und irgendwie muss man ja versuchen, aus diesem ganzen Boost an Icons rauszustechen. Also es sollte irgendwie, man sollte noch versuchen aufzufallen. Das ist bestimmt heute nicht mehr leicht bei der ganzen Menge und auch der vielen gut designten Icons. Aber es gibt auch noch mal Beispiele, wo man direkt sieht, ja okay, dass das nicht funktioniert, ist relativ klar. Und da gibt es einfach so ein paar Regeln, die man beachten sollte, wenn man dieses App-Icon designt. Ich mal als. Entschuldigung, das war noch dazwischen, weil es gibt auch dafür ein PSD-Template, was sehr praktisch ist, weil gerade diese Icons auch in verschiedensten Größen, also das ist noch ein bisschen schlimmer,
Weil wir haben das Icon in verschiedenen Formaten. Wir haben es einfach das Icon, wenn ich mein iPhone angucke, habe ich es halt auf meinem Screen, wenn ich es anwählen will. Es gibt ein Icon in der Größe halt für den App Store. Es gibt die iPad-Größe. Es gibt für die Settings, also wenn ich in iOS bis zu den Settings gehe und will die Einstellungen halt von der App bearbeiten, das ist auch nochmal eine extra Icon-Größe. Und dieses Kit macht das eigentlich sehr schön, dass man einfach sein Icon verändern kann, exportieren und man bekommt direkt die ganze Liste einmal komplett runter und hat dann seine ganzen Assets, die man auch in Xcode dann wieder reinschmeißen kann und hat halt alle Icons abgedeckt. Also das ist auch einfach eine große, große Zeitersparnis. Muss das noch immer mitschreiben? Okay. So, erstens, keine Typografie. Warum? Eigentlich relativ klar und es ist jetzt auch nicht das Ober-No-Go, aber man sieht an zum Beispiel gerade an diesem Beispiel, wo man also in der Version schon nicht mehr sehen kann, was hier im Untertitel überhaupt steht und wenn das noch kleiner wird, sieht man es noch weniger. Sollte einfach vermieden werden. Also man sollte einfach gucken, dass man das Icon, die Idee der App irgendwie abstrahiert und relativ klar grafisch auf den Punkt bringt, ohne dass groß mit Typografie erklären oder beschreiben zu müssen. Und es macht das ganze Icon-Design halt auch ein bisschen unruhig. Also wie gesagt, umso kleiner es wird, umso mehr ist es einfach nur ein Pixel-Boost und ich erkenne sowieso nicht mehr, was da steht. Kein Standard-Gloss. Apple, wenn ich eine App hochlade in den Store, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, was alle kennen, dieses Standard-Gloss, das hier, das möchte ich da drin haben oder nicht. Und ich finde, die Antwort ist eigentlich relativ klar, dass man es nicht möchte, weil diese Uniformität, die dann da herrscht, macht es halt einfach nur schwerer, sich davon abzuheben. Also das ist klar, am Anfang wollte das jeder haben, weil jeder so aussehen wollte wie eine schöne Apple-App. Aber heute würde man davon abraten, beziehungsweise man kann das Gloss ja auch einfach abschalten und selber ein eigenes Gloss wieder machen, das vielleicht ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anderen Gradientenverlauf hat. So. Wie gesagt, jetzt, ja. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, im iOS 7 geht das gar nicht mehr. Ja, also iOS 7 kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber da haben wir sich davon jetzt auch verabschiedet. Keep it simple, relativ klar, schon gesagt, einfach wirklich klare Icons, die irgendwie noch aus dieser Masse an kleinen Grafiken rausstechen und irgendwie natürlich rüberbringen, was diese App überhaupt tut. Trotzdem muss man jetzt nicht komplett flat werden und sagen, okay, ich mache jetzt hier nur noch klare Farben und so. Natürlich kann man weiterhin schöne, aufwendige Icons machen mit sehr vielen Details. Also diese Beispiele hier finde ich eigentlich ziemlich gut. Das sieht man jetzt leider hier nicht, aber keine Ahnung, hier ist noch eine sehr schöne Textur mit drin und so. Und wenn die Textur nicht zu klein aufgelöst ist, dann sieht man das auch. Also ich habe auch schon App-Icon gemacht und einfach nur eine Papiertextur, die halt ein bisschen auffälliger ist, aber eine Papiertextur drauf kann und also selbst bei einem alten iPhone 4 hat das schon noch einen Unterschied gemacht. Also es spiegelt halt einfach so eine gewisse Wertigkeit wieder, die man natürlich auch damit verkaufen möchte. Und als letztes, das hatte ich gerade auch schon mal angeschnitten, dass man diese Konsistenz will. Das war gerade das Beispiel mit Starbucks. Wenn ich jetzt auf die Starbucks-App klicke, möchte ich nicht, dass irgendwie dieses iOS Default Design oder dass das aussieht wie meine E-Mail-Applikation oder so. Ich möchte, dass das Icon widerspiegelt, was in der App eigentlich passiert. Das heißt, wir haben einfach ein konsistentes Design, das hier eigentlich ganz gut gezeigt ist, wenn ich, wie gesagt, einen Bücherstore habe oder so, gehe ich in den Bücherstore und habe dann auch dementsprechend mein Layout und meine Grafiken, dass ich weiß, okay, ich bin in der richtigen App gelandet und ich irgendwie
komischen Eiweißpack gefunden. Tja, dann sind wir eigentlich schon bei iOS 7. Also ich hatte auch lange überlegt, ob man nicht diesen ganzen Vortrag schon noch iOS 7 nutzen sollte, aber mit NDA und Developer und was man alles unterschreibt, wollte ich das lieber lassen. Und wie gesagt, in iOS 7 wird jetzt in der Beta-Phase noch so viel passieren und geändert werden, dass das, worüber wir reden, wahrscheinlich dann eh ein bisschen hinfällig wird. Aber ein großes Stichwort, Flat Design, iOS wird flat, UI. Haben sie auch irgendwie gemacht, irgendwie auch nicht, haben dann so ihr eigenes Ding ausgebaut. So ein paar Gegenüberstellungen, also jetzt wahrscheinlich haben viele von euch schon iOS 7 auf ihrem Smartphone. Aber einfach mal uns zeigen, was da getan wurde. Also ich persönlich finde es gut. Es ist nicht perfekt, aber es ist wesentlich schöner als vorher. Es geht einfach es wirkt halt einfach alles viel leichter. Also ich habe nachher eine schöne Grafik, die zeigt so ein bisschen die Gewichtung, wie schwer das Design vorher war, durch viele dunkle Farben und so. Und jetzt sagen wir, mit vielen Weißanteilen und halt diesem einfachen Flat-Design wirkt das Ganze schon etwas ruhiger. Hier nochmal die Messaging-App, da sieht man das auch sehr gut. Wie gesagt, hätten sie jetzt ihren Flat-Gedanken komplett durchgezogen, auch leider sieht man das jetzt nicht so gut, aber also selbst hier ist auch noch ein Gradient drin, das ist jetzt natürlich nicht ein starker Gradient, nicht so was hier, aber es ist klein, also einen kleinen Gradient gibt es. Genau, wenn man angerufen wird, man sieht die ganzen Formen, also das ist alles dieses andere, also das Geomorphic Design, das einfach hier jetzt sagt, okay, das hier ist ein Button, weil ich habe hier, sieht so aus, als könnte ich es reindrücken. Da sind wir jetzt halt bei iOS 7 und schon komplett weg von. Genau, das ist mal so eine bisschen härtere Gegenüberstellung, wo jetzt die gleichen Apps quasi gegenübergestellt werden. Man sieht hier unten, klar, noch viele dunkle Anteile, also der Taschenrechner ist nicht weiß geworden, wo auch immer. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen verpixelt, sieht man das noch ein bisschen besser. Dass einfach im iOS 6 Design einfach viel mehr dunkle, viel mehr schwere Farben da sind. Dann war es jetzt eigentlich auch schon dazu. Also es ist für iOS Designer ist das jetzt natürlich eine unglaubliche Änderung, weil als iOS Designer ist man gewohnt in diesem Design, was man aus iOS 5 und 6 und so, man kennt es, man weiß, wie man damit arbeiten kann und jetzt diese Umstellung ist natürlich groß, aber auch irgendwie sehr interessant. Leider ist noch nicht so wirklich klar, was jetzt am Ende wirklich dabei rauskommt und was wir ändern können. Also diese ganze Custom-Geschichte ist jetzt natürlich ein bisschen anders geworden, weil Apple ein bisschen restriktiver ist und sagt, okay, ich kann meine App kann ich jetzt eine Theme-Color geben. Ich kann jetzt sagen, okay, Theme-Color ist rot und dann werden automatisch quasi eine Maske draufgelegt, die jetzt mein Back-Icon, meine Schriften halt alle rot färbt. Dann ist wieder die Frage, wie färbe ich meine Navigation Bar ein, wenn die sowieso halt durchsichtig ist? Wie funktioniert das mit meinem App-Design, was dann darunter liegt? Weiß sich das? Kann man das überhaupt noch lesen? Also sind so viele Sachen, wo man umstellen muss. Aber ich glaube, dass viele Designer in dem Bereich gesagt haben, ja, trotzdem danke, weil es schon einfach zeitgemäßer ist. Also irgendwie war dieser iOS-Look ein bisschen veraltet. Und ja, wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den man ein bisschen besprechen könnte. Weil ich sehe immer so ein bisschen ein Grinsen aus, wenn es ein iOS 7 geht. Nur die Icons. Also der Restfunktionalität ist eigentlich super und der neue Look ist auch echt cool. Ja. Aber diese ganze Flat-Icon-Design, das ist eigentlich, wie das bei der Präsentation gezeigt wurde, ist eigentlich echt ein Netz irgendwie. Ja. Das ist super polarisierend.
Ja, klar. Also, ich meine, es gibt ja jetzt schon etliche Designer, die das Ding quasi umdesignen, Vorschläge machen und die kriegen, das geht dann viral und wahrscheinlich werden die dann auch von der Apple jetzt auch eingekauft. Aber klar, bei den Icons, aber ich muss jetzt sagen, also ich hatte Beta auch drauf, wollte Beta 2 installieren, hat bei mir einen tierischen Bug ausgelöst, eine Installationsschleife, ging nicht mehr, ich bin zurückgegangen zu iOS 6 nach jetzt 2-3 Wochen. Und fand schon heftig, weil also ich hatte mich an iOS 7 sehr schnell gewöhnt. Und iOS 6 ist jetzt auf einmal so sehr, sehr merkwürdig. Billig irgendwie. Ja, das sieht so ein bisschen nach Plastik im Kindergarten aus. Also irgendwie. Diese Rundheit halt aus das Ding, ne? Und er kann mittlerweile jeder. Ja, ja, klar. So belangt man davon. Ja, es ist wirklich ein bisschen. Aber ich denke, es wird auch in dem Bereich sich dann irgendwie zeigen, dass wahrscheinlich gerade erstmal so die, sag ich mal, Big Player, irgendwie Instagram und so, die werden da irgendwie ihre Vorlagen geben, wie sie denken, um dieses iOS 7 Design irgendwie umsetzen zu wollen. Also es gibt jetzt schon Apps, die das tun. Also ich habe gerade eine Foto-App vor ein paar Tagen runtergeladen, die auch schon eigentlich diese Look hat, komplett flat ist, nur eckige Buttons. Sieht sehr schön aus, mir gefällt es. Aber klar, also es ist eine tierische Umstellung. Natürlich ist jetzt für die Entwickler, also ich bin ja Entwickler und Designer, ich muss da irgendwie doppelt mitleben und macht es natürlich schwierig, weil wenn man jetzt sagt, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne noch immer iOS 6 Support, auch wenn Apple sagt, eigentlich brauche ich es nicht mehr, aber das interessiert den Kunden vielleicht gar nicht, muss ich zwei Designs bauen. Also entweder ich bleibe in diesem Default-Ding und das übersetzt sich natürlich zwischen iOS 6 und 7 komplett. Also wenn ich sage, ich habe eine Default-Navigation-Bar, dann sieht ja halt in iOS 6 aus, wie sie immer aussah, und in iOS 7 ist halt die neue. Wenn ich anfange, Custom-Grafiken dafür zu bauen, habe ich halt ein Problem, weil die muss ich dann für iOS 7 bauen und irgendwie diesen Look adaptieren, damit irgendwie arbeiten. Und für iOS 6 muss ich dasselbe tun, aber anders. Das heißt, also ich habe definitiv doppelte Arbeit. Ja. Was kommt von der Skalierung, also von den Funktionalen? Ja. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Seitenverhältnisse gleich sind. Hast du einen Lösungsansatz zwischen iPhone 5 zum Beispiel und einem Tablet? Weil da haben wir ja ganz unterschiedliche Seitenverhältnisse. Ja, das habe ich so tief bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, deswegen habe ich es weggelassen. Du kannst quasi Grafiken machen, wenn du sagst, du machst eine Custom-Grafik für so eine Navigation-Bar. Klar, die ist mit iPhone 5 so breit und mit iPad so breit. Dann wird diese Grafik bekommt einen skalierbaren Bereich. Also du machst eigentlich quasi nur eine, sagen wir, das ist die Bar, deine Grafik ist eigentlich nur so groß. Und in dieser Grafik setzt du Punkte fest. In Android heißt das Line-Patch. In iOS 7 mit Xcode 5 kommt das jetzt auch und ist sehr leicht zu lösen. Der mittlere Bereich ist einfach der Bereich, der quasi für Xcode der stretchbare Bereich ist, damit sich nicht das ganze Ding verformt. Also es wird nicht einfach nur skaliert und hoch rausgezogen, sondern der mittlere Bereich wird einfach verlängert und immer weiter kopiert. Und die Enden von dem Button oder von dieser Bar, die werden dann rechts und links dran gehangen. Also diese ist halt einfach, man muss es nur anders vorbereiten. Also man sagt jetzt nicht, machen eine Navigation Bar einmal so groß und einmal so groß, sondern dann geht man hin und baut diesen Mindpatch, legt genau fest, okay, wo darfst du stretchen und wo nicht. Du sagst, an den Seiten darfst du nicht stretchen, weil dann sieht es komisch aus, dann wird es halt gedehnt. Und der mittlere Bereich wird halt auseinandergezogen und Probleme und man hat quasi das mit einer Grafik beide Ergebnisse. Ist das dann unter iOS 7 auch das gleiche Format? Das ist das Line-Patch? Oder haben die dann wieder was anderes? Nein, die haben. Also das Tool, also man kann jetzt in iOS in Xcode 5 gibt es einen Asset Manager, in dem man alle Grafiken, die man braucht für seine App, reinlädt. Der zeigt einem genau an, welche Version man gerade hat, die R2X oder die normale Version. Und bei diesen Patches, die kann man selber dort anlegen. Das heißt, man macht einmal die Navigation Bar im iPhone 5 Format, lädt sie da rein, dann hast du da drin einen Editor, mit dem du das wie in dem Mindpatch Editor für Android kannst du dir deine Punkte festlegen, einen Bereich festlegen, der halt gedehnt werden soll und kannst es halt direkt in Xcode machen. Da schneidet das dann in die Bilddatei rein, weil bei Android
Android ist ja Linepatch ein normales PNG, nur dass er quasi Pixelübertragung hat. Nee, das macht er dann unser Flyer quasi. Das hat er quasi mit Wait-Eigenschaften und der, also das schreibt nicht irgendwie die Bilddatei rein im eigenen Format. Nee. Ah. Das wird dann auch nicht extra nochmal gespeichert, das wird dann halt einfach direkt ausgeführt. Gibt es sonst noch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich war zu schnell. Kannst du es mit dem Xcode erklären? Also ich lenke da meine ganzen Grafiken rein und kann dann nicht wie so einen Clickdown erstellen? Es ist halt kein Clickdown mehr. Also es funktioniert nicht wirklich. Also es funktioniert, ich kann Xcode öffnen, mache den Interface-Bilder auf. Also sagen wir jetzt mal, wir fangen an, eine App zu machen und sagen, diese App braucht eine Navigation. Also mache ich einen Controller mit einer Tabbar. Diese Tabbar, was soll sie machen? Gehe ich hier drauf, bekomme ich ein View, gehe ich darauf, bekomme ich den nächsten View. In Xcode, wie gesagt, es funktioniert bei sowas wie der Tabbar, ist die Funktionalität gegeben, weil man kriegt dann direkt irgendwie so ein Template und sagt, okay, ich möchte eine Navigation da drin haben sofort. Dann funktioniert das direkt. Also ich kriege zwei verschiedene Views, wenn ich da drauf klicke, das funktioniert auch, wenn ich es ausführe. Wie gesagt, wenn ich das bei einem Button mache, dann, also es ist insofern ein Click-Dummy, dass ich kann das kompilieren, ich kann das auf meinem Telefon laden oder es gibt auch einen Simulator, der zeigt mir das dann einfach an. Dann ist dann da ein Button, da kann ich draufklicken, der hat dann auch eine Animation, wechselt die Farbe oder so, aber tut er nichts. Also bei einem Click-Dummy wäre es ja jetzt eher so einfach sagen, okay, ich verlinke den jetzt mit dem nächsten Screen und tada, er tut, was er quasi tun soll. Aber wie gesagt, Xcode ist wirklich das Entwicklungstool, wo man muss es halt schon noch programmieren. Also ich bin der Meinung, dass, glaube ich, jetzt langsam schon wichtig wird, dass Designer sich auch ein bisschen mit dieser Komponente halt auseinandersetzen müssen. Weil gerade jetzt durch iOS 7 ein paar neue Sachen dazukommen, die fürs Design halt sehr wichtig sind. Also es gibt neue Bibliotheken in dem neuen iOS, die benutzt werden können, um sagen wir, sehr viel mit Animation zu machen. Und also ich meine, klar beschreibt sich dann so ein bisschen UX mit UI-Design und was macht man überhaupt mit der Bedienbarkeit. Aber es wird wichtig sein für Designer zu wissen, was geht, was kann man machen, ohne halt die größten Sachen sich auszudenken. Aber ich merke, mir hilft das sehr, wenn ich weiß, ich muss das auch am nächsten Tag dann alles in meine App wirklich auch implementieren, dass ich sage, okay, ich designe das jetzt so und so, im Hinterkopf weiß ich schon, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Arbeitsschritt von 10 Minuten und ich habe meine komplette App schon mal so eingefärbt, wie ich es haben will. Und ich denke, dass das irgendwie auch wichtig ist. Also ich meine, genauso sollte vielleicht ein Entwickler ein bisschen Ahnung davon haben, wie man eine App designt, aber ich glaube, dass der umgekehrte Weg ein bisschen wichtiger wird, jetzt durch iOS 7. Dann freuen sich die Entwickler immer, wenn der Designer mal kurz fragt, ob das auch wirklich geht. Ich denke, das ist so ein Dialog, der in vielen Firmen nicht stattfindet. Das habe ich selber in meiner Arbeit als Angestellter erlebt, dass einfach immer gefragt wurde. Und sehr oft ist es aber so, dass der Entwickler sagt, also diese Ecke an der einen Stelle mit der Transparenz ist ein Problem, aber dafür kann man das und das und das machen. Weil das sehr oft ist es so ein 80-20-Ding, weil oft die Designer gar nicht wissen, was geht. Also das geht in beide Richtungen, weil manchmal passiert das dann, dass Designer irgendwas dahin hauen, wo man denkt, oh Gott, das sind ja 3 Tage, bis ich die Kastenkomponente so programmiert habe, wie es auf dem Screenshot aussieht. Und andersrum ist aber, gibt es sich manchmal auch voraus einer Gehorsam, weil wenn die Designer schon dreimal angeschnauzt worden sind, weil irgendwas so schwer war, dann machen die gewisse Dinge nicht mehr, obwohl die vielleicht zum Beispiel, ne, da gibt es eine neue Version und auf einmal sind an irgendeiner Stelle Transparenzen total easy und können so gemacht werden. Unter Android ist das zum Beispiel, ich komme ja aus der Android-Seite und da erlebe ich halt oft, dass die Designer die vollen Möglichkeiten von diesem Linepatch-Format gar nicht ausnutzen, weil sie es nicht kennen. Und so würde ich das auch sagen, wenn ihr irgendwann mal an einem iOS-Projekt arbeitet,
und sprecht die Designs einmal mit dem Entwickler durch, der es auch machen wollen, weil der kann euch vielleicht sagen, alles easy und vielleicht ist das nur eine Kleinigkeit, die ich euch eigentlich egal ist. Und dann sagt er, ja, da brauche ich über 2 Tage extra für. Das ist also immer mal gut, kurz nachzufragen, auch so für die Atmosphäre im Büro. Wobei das ist natürlich immer eine beidseitige Geschichte. Also Programmierer haben genau das gleiche Problem, dass sie sich nicht ausreichend mit dem Design befassen. Das heißt, ja, im Grunde genommen als Programmierer sehe ich, wenn ich in der Lage bin zu kommunizieren, dass der Grafiker nur den einen Layer wegmachen muss, um mir 3 Tage Arbeit zu sparen, dann ist er entspannt. Wenn ich ihm aber lang und breit erkläre, dass das so nicht geht und dass ich das gerne ganz anders haben will, wenn es nicht ganz versteht, sieht er wieder 5 Tage Arbeit und stellt sich dann auch auf Flur. Also ich denke mal, das Problem ist halt wirklich, dass man, obwohl man, egal auf welcher Seite des Tisches man arbeitet, die andere Seite auch kennen muss. Kommunikation ist halt wichtig. Also dieses Design fertig haben, dann jetzt programmieren, ist nicht mehr so ein Kreis selbst. Aber ich glaube, es gibt hier Kommunikation halt aus, also genau was du sagst, dass der Designer auch anfangen muss, mit Tools zu arbeiten. Der Entwickler arbeitet. Der Entwickler arbeitet schon seit Jahren in Photoshop und Fireworks und sowas. Also, ne, also zumindest die Webentwickler die schneiden sich immer selber ihr PNG dann raus und müssen nicht auf die einzelnen Assets warten. Ja. Also man hat das kann man so ein bisschen steuern. Man kann die Buttons irgendwie designen, aber man weiß, welche Ebenen zu selektieren, was muss ich ausschneiden. Wie kann ich in Photoshop mir was zuschneiden oder einen Schatten dazu machen oder nicht? Ja. Und ich glaube, genauso muss den Sachen dahingehend ein bisschen mehr investieren, auch in diesen Tools, halt eben, wenn es dann um programmierte Animationen geht oder was auch immer, muss der einfach ein bisschen fest. Ich muss mal sagen, ich meine, klar, das ist dann natürlich für den einen so die Steep Learning Curves ein bisschen hart, so, weil klar, jetzt sich ein paar Photoshop-Tutorials reinzuziehen und sich da so ein bisschen reinzufuchsen, wie ich. Keine Ahnung, Schattenwerfer oder so, das ist natürlich jetzt nicht so das Ding, dieses ganze Xcode-Ding oder überhaupt in das Programmierdenken reinzukommen, ist natürlich hart. Also ich glaube auch nicht, dass das vonnöten wird, um jetzt weiterhin tolle App-Designs zu machen, also dass man jetzt wirklich weiß, wie setze ich eine Appearance-Property in iOS. Aber ja, das hat echt so ein allgemeines Verständnis so ein bisschen da ist, dass man einfach weiß, so, womit arbeitet eigentlich der andere, wie arbeitet er damit, so, und dass man so ein bisschen davon, so ein Gefühl dafür kriegt, was halt geht, was geht schnell, welche Änderungen können schnell gehen. Und ich meine, klar, das ist natürlich ein Traum, wenn du jetzt Entwickler sagen kannst, ja, hier, ich schicke dir gerade das PSD-File, kannst du ja gerade hier in den Layer, machst du dir gerade selber mit den Schatten rein oder so. Natürlich optimal, aber klar, irgendwie sind Programmierer dann ja doch noch so die Techniker und die Designer sind die Kreativen und manchmal funktioniert das ja auch nicht. Sonst so. Du hast ja gerade nur Photoshop genannt. Wie ist das denn mit Fireworks und Photoshop? Weil ich bin Fireworks eigentlich eine große Rolle? Also eine große Rolle oder ist es wirklich nicht nur Photoshop? Also, ich habe mir wirklich eingeschafft. Aber da fällt ja Adobe ein paar mehr Tools jetzt. Ausgebracht mit Fetch und Animate und Reflow und Views. Also ich glaube, das geht dann schon in Richtung. Also es wird einfach nur andere Tools, werden einfach noch was heißen. Und ich persönlich komme mit Pixelmator komplett aus. Ich brauche kein Photoshop, Pixelmator funktioniert nicht auch nicht so einfach. Ja, also das ist diese klassische, sag ich mal, Konvention und schon zu benutzen. Man muss natürlich nicht, also jedes Grafikbearbeitungsprogramm, was hier am Ende ein PNG rausspuckt, Pixel genau, kann das. Also klar. Das ist nur anstrengend. Ja. Also, ich finde, das ist recht. Ja, also, wenn man auf Tastaturdotzel steht und dann ist Gimp dann eine gute Idee, aber ansonsten. Ich habe mir Gimp vor kurzem auch nochmal angeguckt als langjähriger Photoshop-User und das ist. Also, funktioniert halt einfach nicht. Also es ist eine komplett andere Welt und man fühlt sich halt nicht gut darin. Also Photoshop ist schon ein Programm, das einen sehr dran bindet. Wenn man einmal da drin ist und einmal damit arbeitet, ist man irgendwann, kann man Sachen, die man im Kopf hat, so schnell umsetzen. Aber wie gesagt, klar hätte ich jetzt
8 Jahre mit GIMP gearbeitet, mit allen Änderungen, mit allen Versionen. Gut, wäre ich wahrscheinlich jetzt voll der GIMP-User und würde darauf bestehen, dass ich meine App dieser Form GIMP machen kann. Möglich ist das. Wenn es keine Fragen mehr gibt, also danke, dass ihr zugehört habt.